Hallo, hallo. Heute geht es um den Autofokus beim Filmen mit einer Nikon Spiegelreflexkamera. Ja, ich war es früher selbst gewohnt, eigentlich von Sony und so weiter, dass, ja, wenn man auf Video umstellte oder schnell ein Video machen wollte, dass eigentlich der Autofokus gleich, ja, funktioniert hat einfach. Bei Nikon sieht es so aus, dass hier standardmäßig erstmal das Live View zum Aktivieren ist und dann ist hier aber auch der Single Focus aktiviert. Das heißt, du musst immer den Auslöser drücken, beziehungsweise bei der T500 zum Beispiel mit dem Touchscreen hinten immer wieder den Fokus neu setzen. Da gibt es aber eine Möglichkeit, und zwar die Funktion oder der Fokus heißt AF-F. Den kannst du hier bei der zum Beispiel T3400 über diesen Info-Knopf unten auswählen oder bei der T500 auf der Seite neben dem, das ist so ein Knopf zwischen Autofokus und manuellen Fokus, und den einfach drücken und dann kannst du mit dem vorderen oder hinteren Wählrad an der Kamera auf den kontinuierlichen Autofokus umstellen. Ja, viel Spaß beim Filmen. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.